jetzt, wenn man einen Partner hat, auf den man sich verlassen kann, ist das okay. Wenn man einen Trainer hat, auf den man sich verlassen kann, typischer philippinischer Weg. Das, was wir jetzt machen, nennt sich Fokus über Baston. Fokus ist eigentlich die Pratze. Baston, ja, der Stock. Ihr macht im Prinzip genau dasselbe. Deswegen haben wir jetzt gerade die Poolnudeln da liegen. Ihr startet aus dieser Position. So welche Maltbewegungen kommen auch aus dem Stockkampf. Unter anderem entweder Messerkampf oder Stockkampf. Ja, und wir wollen jetzt eben halt diesen Weg wählen. Ich komme mit der linken. Diagonale rüber, Diagonale rüber. Ich steche. Ja, einmal hier, einmal hier. Einmal, zweimal, einmal, zweimal, einmal, zweimal. Wupp, wupp. Ja, ihr sollt Pullnudeln dafür nutzen. Ja, das ist jetzt nicht so brutal, wenn ich jetzt hier mit Pullnudeln arbeite. Ich bin hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, nicht zu früh, nicht zu spät. 1, 2, Maltbewegung, Maltbewegung. Achte darauf, wo die Polen ist. Genau. 1, 2, 3, 4. Eigentlich ein Schlag, eigentlich ein Stich, eigentlich ein Stich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Training mit den Poolnudeln, ja, oder dann halt so Safety Sticks, also gepolsterte Stöcke, gibt es auch im Boxen. Das ist ganz normales Boxtraining. Ich weiß nicht, ob oben welche Safety Sticks sind, aber das ist klassisches Boxtraining auch. Und auf den Philippinen hat man das ein bisschen mehr ausgebaut. Natürlich auch tiefe Angriffe. Ja, dass er halt auch mit dem Bein rausbewegt. Genau, wenn ich jetzt hier bin, Maltbewegung mit dem Oberkörper auch. Ja, genau. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber jetzt erstmal der Slippy Road Drill. Einmal hier, Stich. Geschwindigkeit, passt ihr selbst an. Poolnudeln sind da, 1, 2. Wenn ihr einen Partner habt, der fit ist, ist das okay. Aber ansonsten 1. Wenn ihr einen Partner habt, der nicht so fit ist.